sehe euch sogar. Wunderbar, wunderbar, das ist toll. Hey, Juhu. könnt ihr mich alle hören? Einfach mal kurz die Hand heben. Ja, cool, wunderbar. Herzliche Grüße nach Wien. Ich befinde mich gerade, nur für euch zu wissen, damit ihr euch nicht über die Kulisse wundert, ich befinde mich gerade für ein paar Tage auf Ibiza. Freue mich aber ganz, ganz doll, dass ich eingeladen worden bin, heute zu euch zu sprechen. Also ich habe zwei große Herausforderungen. Erstens, ich habe nicht, natürlich jetzt gerade online, nicht wirklich ein Feeling dafür, wo ihr gerade seid, was euch wirklich bewegt. Deswegen habe ich eine große Bitte an jeden Menschen, der jetzt gerade hier in diesem Raum sitzt, also ganz besonders an dich. Ich möchte dich einladen, dir für diese 20 Minuten vorzustellen, dass wir uns richtig gut kennen. Ja, dass ich ein guter Freund bin, wenn du willst, ein guter alter Freund bin von dir und dass wir beide tief einsteigen, also dass wir gleich von null auf richtig tief einsteigen können, weil ich bin nicht daran interessiert, dich intellektuell zu berieseln, dafür ist deine Zeit viel zu schade. Und ich bitte dich, einmal ganz kurz darüber nachzudenken, warum siehst du mich gerade? Also warum sitzt du gerade in diesem Raum? Warum nimmst du gerade an diesem Symposium teil? Und warum wählst du es, deine kostbare Lebenszeit jetzt gerade mit diesem Typen hier zu teilen? Und vielleicht kannst du das in eine Frage oder in einen Wunsch packen. Weißt du, was mich wirklich umtreibt, ist, dass wir Menschen so viel unterwegs sind, so viel bewegen, so viel Energie, Zeit in Sachen reinstecken und ganz häufig nicht wissen, wofür. So, ich bitte dich ganz kurz, wenn du willst, das auch aufzuschreiben. Was ist gerade dein wichtigster Grund, warum du dieses Video siehst? So, meine zweite große Herausforderung ist, ich bin gebeten worden, zu einem Thema zu sprechen, zu dem ich ja gerade ein richtig dickes Buch verfasst habe, Genesis. Und ich habe jetzt 18 Minuten Zeit, dich für dieses Thema zu begeistern. Deswegen möchte ich mich kurz fassen und ich möchte mich heute vor allen Dingen darauf konzentrieren, mit dir zu klären, warum ist die Befreiung der Geschlechter für jeden von uns ein ultraspannendes Thema, auch für die Männer im Raum. Ich betone das so, weil ich persönlich nicht freiwillig zu diesem Thema gekommen bin. Ich bin eher so ein typischer Mann gewesen, der gedacht hat, ey, das geht mich Alex nichts an. Mich interessiert einfach Erfolg, Mission und Vision. Und ich musste einfach irgendwann feststellen, ich habe unglaublich viel mit diesem Thema zu tun. Zuallererst möchte ich darüber sprechen, warum ich glaube, dass die Befreiung der Geschlechter für jeden von uns und für die Menschheit überlebensnotwendig ist. Zweitens möchte ich darüber sprechen, was ich darunter verstehe. Und drittens möchte ich dir ein paar konkrete Ansätze mitgeben, wie du dieses Thema in deinem Leben lebendig gestalten kannst. Erstmal, warum ist es so wichtig? Wenn du Augen und Ohren offen hast, dann kriegst du ja mit, wahrscheinlich genauso in Österreich wie bei uns in Deutschland. Es wird gerade unglaublich viel diskutiert über Gleichberechtigung, über gendergerechte Sprache etc. Und wir haben da so viele Extreme. Ja, manche sind total dafür, manche sind total dagegen. Für mich geht das so ein bisschen an dem eigentlichen Punkt vorbei, Menschen überhaupt erstmal dafür zu sensibilisieren, in was für einer krass spannenden Zeit wir leben. Und dass die nächsten 10 bis 20 Jahre überlebensentscheidend für die Menschheit sein werden. So alles, worüber ich heute mit dir spreche, ist kein Luxusthema, ist auch nicht ein Thema für, ich sage jetzt mal, für die typischen Psycho-Spiri-Selbstverwirklichung-Heinis, die sich ein bisschen mehr mit sich selbst beschäftigen wollen, sondern aus meiner Sicht ein konkretes Überlebensthema unserer Zeit. Stell dir vor, du würdest heute von Gott, falls du an Gott glaubst, oder von einem Neurowissenschaftler, wenn du an Wissenschaft glaubst, oder von beiden bestätigt bekommen, als Urkunde bestätigt bekommen, dass du, Frau, Mann, Mensch, so wie du heute lebst, maximal 10% von dem lebst, was du sein könntest. 10% an Charme, 10% an Ekstase, 10% an Kreativität, 10% an Intelligenz, 10% an Weitsicht, an Intuition, an spirituellen Fähigkeiten, wie zum Beispiel auch Erwachen, 10% an Mitgefühl, 10% an Freiheit. Und ich würde dir sagen, oder dieser Wissenschaftler würde dir sagen, oder Gott würde dir sagen, es gibt einen Weg, diese restlichen 90% zu befreien und zu entfachen. Wärst du dann daran interessiert? So, wenn wir über die Befreiung der Geschlechter reden, dann ist es wichtig zu verstehen, hier geht es nicht nur in Anführungsstrichen um eine feministische Debatte.
Feminismus ist extrem wichtig, sondern hier geht es darum zu verstehen, dass wir Menschen, dass wir am Anfang stehen, dass wir wirklich Babys sind. Wir sind evolutionäre Babys und wir haben bis jetzt noch keine fucking Ahnung, was für uns alles möglich ist. Egal, wo du gerade in deinem Leben individuell an einer Grenze stehst, zum Beispiel privat in einer Liebesbeziehung, in einer Familie, aber auch zum Beispiel in einem Business, in deiner Kreativität, was Erfolg betrifft, oder wenn du jemand bist, der sich gesellschaftspolitisch engagiert, dort, es hat immer etwas damit zu tun, dass du und ich, dass wir noch nicht unser volles Potenzial nehmen. Und das ist für mich der Hauptgrund, warum wir unsere Kinder bereits begeistern sollten, aber vor allen Dingen, warum wir selbst, wir Älteren, diese Krusten aufbrechen sollten und nochmal völlig neu die Frage stellen sollten, wer sind wir eigentlich wirklich? Die Befreiung der Geschlechter findet, wenn überhaupt, in dir statt. Nicht in Talkshows, nicht in Büchern, nicht in Statistiken, nicht irgendwo da draußen, auch nicht dadurch, dass wir ein paar Gender-Sternchen setzen, was ich mittlerweile mache, weil ich weiß, wie powerful Sprache ist, aber die Befreiung der Geschlechter findet in euch statt. Ja, während dieses Symposiums statt, kann jetzt gerade in mir stattfinden. Ist individuell für dich total wichtig, ist wichtig für alle unsere Liebesbeziehungen. Wir gehen in unserer Arbeit davon aus, dass das, was wir mittlerweile leben an Beziehung als Menschheit, noch lange, lange nicht das Ende der Fahnenstange ist, sondern wirklich ein sehr grober Beginn von einer wunderschönen Möglichkeit, die wir miteinander haben. Also wir bezeichnen das in unserer Arbeit Co-Kreation. Und Co-Kreation ist nur möglich in Menschen, die sehr, sehr tief und sehr frei verstanden haben, wer sie wirklich sind, und die den anderen auch frei entlassen können aus allen, zum Beispiel auch aus geschlechterstereotypischen Rollen. Also, wir brauchen es für uns, wir brauchen es für unsere Liebesbeziehungen, für unsere Familien, wir brauchen es in unseren Schulen und wir brauchen es in jedem System da draußen. Ich weiß nicht, wo und wie du unterwegs bist in der Welt. Also ich sehe, dass manche Menschen sich sehr stark darauf konzentriert haben, den inneren Pfad zu gehen, Selbstverwirklichung. Manche versuchen sehr stark im Außen etwas zu verändern. So, wir versuchen in unserer Arbeit eine Möglichkeit zu schaffen, das als Synthese zu leben. Und für uns ist aber total klar, all diese innere Arbeit, die so viele Menschen heutzutage leisten, kann nur dauerhaft fruchten, wenn wir unsere Systeme verändern. Und damit meine ich zum Beispiel die Art und Weise, wie wir unsere Kinder großziehen. Ich habe mich sehr gefreut zu sehen, dass ein sehr, sehr guter Bekannter von mir, André Stern, auch bei euch auf dem Symposium ist. Ich glaube, er tritt noch auf. Ich möchte euch einladen, wenn ihr André seht, einfach mal euch kurz an diesen Vortrag hier zu erinnern. Und ich glaube, mal André und ich, wir sind fast gleich alt. Aber wir sind in komplett anderen Erziehungssystemen groß geworden, beziehungsweise er ist in keinem Erziehungssystem groß geworden und ich bin eine ganze alte Schule, wie die meisten von euch, durchgelaufen. So. Zu sehen, wo ein Mensch hinkommen kann, wenn er von Anfang an in seiner Erziehung, im Familiensystem, aber auch in der Bildung und Schulsystem etc. freigelassen wird, frei atmen kann, sich frei entwickeln kann, wie plötzlich diese festen Rollenbilder aufbrechen, die wir haben davon, was ein Mann ist, was eine Frau ist, ist für mich unglaublich befreiend. Also jedes Mal, wenn ich mit André spreche, habe ich das Gefühl, auch in mir erinnert sich etwas daran, dass ich mal als Kind keine starre Vorstellung davon hatte, was es bedeutet, der richtige Mann zu sein, sondern ich bin in Rollen hineintrainiert worden. Und wir müssen das aufbrechen. Wir müssen unser Business aufbrechen. Ja? So alles, was wir heute leben, ist auch das Ergebnis von 10.000 Jahren sehr, sehr klaren Rollenverteilungen. Obertitel Patriarchat. Und bitte all diejenigen unter euch, die denken, boah, habe ich schon so oft gehört, nicht die Augen verdrehen. Wir, so wie wir jetzt gerade hier miteinander sprechen bzw. hören, sind die Opfer dieses Patriarchats. Und uns ist das an vielen Stellen noch gar nicht klar. So. Deswegen ist es notwendig, weil die nächsten kommenden Jahre, die nächsten 10 bis 20 Jahre sind aus meiner Sicht entscheidend für die Menschheit. Corona wird ein Klacks gegen das sein, was kommt.
Und wir werden eine neue Form von Kreativität brauchen. Wir werden eine neue Form von Kommunikation miteinander brauchen. Wir werden völlig neue Führungsstile brauchen, Entwicklungsstile brauchen. Und das wird nur gehen, wenn du und ich bereit sind, männlich und weiblich in uns aufzubrechen. Komme ich jetzt zu der Erklärung, was verstehe ich eigentlich unter Geschlechterbefragung? Also man kann das ja sehr klar sehen im Sinne von Feminismus. Und das ist ein wichtiger Part. Ja? So, wir brechen die Rollen im Außen auf, wir kämpfen für Gleichberechtigung und so weiter. Ich möchte ganz kurz die zwei Extreme skizzieren, die ich zu diesem Thema beobachte in der Welt. So, das eine Extrem sind so Menschen, die sich darauf beruhen und einfach sagen, ey, Biologie gibt es vor. Ich gucke an mir runter, ich bin ganz klar Mann, Männer sind so, Punkt aus. Ja? Frauen sind so, Punkt aus. Vielleicht warst du schon mal in so einer Comedy-Show, ja, die so in diesem Duktus zu uns spricht. Ja? Männer immer sind so, Frauen sind immer so. Das ist das eine Extrem. Es gibt drei Extreme. Das zweite Extrem sind die, ich nenne sie liebevoll die Spiris, die versuchen das alles komplett zu negieren und einfach sagen, hey, wir müssen uns mit diesen Themen überhaupt nicht beschäftigen. Wir sind alle eins, wir sind alle Seelen, Männer und Frauen gibt es nicht. Wenn du willst, guck da mal, wenn du das nächste Mal aufs Klo gehst, einfach unten rein, dann wirst du sehen, da gibt es einen Unterschied zu manchen anderen Menschen und das macht was. Und das ist nicht einfach nur ein anatomischer Unterschied, sondern es gibt sehr, sehr viele Untersuchungen darüber, dass wir auch hier oben zum Beispiel in unserem Gehirn verschieden verdrahtet sind, dass wir andere Hormone ausschütten und dass diese Hormone die Art und Weise, wie wir Realität wahrnehmen, krass verändert. Das heißt, wir können uns auch nicht in diesem Extrem ausruhen und das versuchen alles so in so einem Einheitsbrei verschwinden zu lassen, obwohl wir metaphysisch gesehen alle aus der Einheit kommen und natürlich metaphysisch gesehen weder Mann noch Frau sind. So, das dritte Extrem, das sind so für mich so die Hardcore-feministischen Strömungen, die sagen, das ist alles nur antrainiert. Wir müssen nur unser Erziehungssystem komplett löschen und dann gibt es im Grunde genommen diesen Unterschied nicht mehr zwischen männlich und weiblich. Für mich liegt die Wahrheit in der Mitte. So, du und ich, wir sind auf der tiefsten Ebene freie Wesen. Freie Wesen heißt, wir sind weder Mann und Frau, sondern wir sind große, große, freie Seelen, die nach Ganzheit streben in diesem Leben. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei. Es gibt nachweisbar biologische Unterschiede, die heutzutage viel zu wenig gesehen, viel zu wenig respektiert werden. Ich werde nur einen bringen, ja, weil wir haben nicht mehr Zeit. Hormone. Ja. Es ist nun mal so, dass ein Junge 10-mal mehr Testosteron ausschüttet als ein Mädchen. Und Mädchen wiederum circa 10-mal mehr Östrogen ausschütten. So. Und wir müssen uns diesen Tatsachen stellen, dass all diese Biochemikalien in unserem Körper natürlich unsere Realität beeinflussen. Ich habe vor kurzem gerade mit einer Frau gesprochen, die in einem männlichen Körper geboren wurde. Und die jetzt gerade, sie ist jetzt Mitte 20 in einem Angleichungsprozess. Das heißt, also die ihre weibliche Identität bejaht hat und die jetzt gerade dabei ist, Veränderungen vorzunehmen, damit sie sich wirklich immer wohler fühlen kann in ihrem Körper. So, zu diesem Angleichungsprozess gehört es auch, Testosteron zu blocken und Östrogen zuzuführen. Und mich hat das total interessiert. Ich habe sie gefragt, hat sich dadurch etwas in deiner Wahrnehmung der Realität verändert? Und sie hat gesagt, Veit, es ist total krass. Ich habe das Gefühl, ich sehe zum ersten Mal 3D. Ich nehme die Welt so viel tiefer, so viel feiner wahr. Ich nehme so viel mehr Gefühle wahr. Ich gehe durch die Straße und ich habe das Gefühl, dieser Tunnelblick fällt von mir ab und ich sehe viel mehr, was in uns allen passiert. So, das heißt, wir können davon ausgehen, dass die Art und Weise, wie unsere Biochemie Hormone produziert, dazu führt, dass wir wirklich Realität verschieden sehen. Also ist Befreiung der Geschlechter für mich auch, dass wir überhaupt erstmal verstehen, in was für einem biologischen Grundsetting wir geboren worden sind und was das für Implikationen hat.
Und dass wir zum Beispiel, wenn ein Mann und eine Frau in einer Beziehung zusammenkommen, nicht einfach pauschal davon ausgehen können, dass wir die Welt gleich sehen. Ich lebe seit fast 30 Jahren mit einer wunderbaren Frau zusammen. Und jetzt rückwirkend würde ich sagen, 9 von 10 unserer Konflikte haben etwas damit zu tun gehabt, dass wir einfach nur davon ausgegangen sind, sie sieht die Welt so wie ich, macht sie aber nicht. Also Befreiung der Geschlechter hat auch viel damit zu tun, unser Geschlecht überhaupt erstmal zu verstehen, uns selbst viel, viel tiefer zu verstehen. Und der dritte Punkt ist, und der ist aber extrem wichtig, auch extrem wichtig, wir müssen verstehen, dass wir gebrainwashed worden sind. Ich bringe jetzt ein kurzes Beispiel an meiner eigenen Geschichte. So, die, die mich kennen, wissen, ich habe eine große Klappe, ich kann echt Bully unterwegs sein. Ja, also ich habe gelernt zu kämpfen. Ich habe mich aber auch in den letzten 20, 30 Jahren sehr viel mit meiner Vergangenheit beschäftigt. Und ich sehe ganz klar, dass der Mensch, der geboren wurde, damals als Veit ultra zart war, introvertiert war. Ich würde sagen, ein androgynes Wesen war, zutiefst sinnlich war, aber männlich und weiblich war. Das sehe ich auf den Fotos, das höre ich aus den Berichten heraus etc. Und ich habe, das weiß ich noch wie heute, im Kindergarten gelernt, was es heißt, ein Junge zu sein. Nur so ein kleines Beispiel. Ich kann mich noch richtig gut an meinen ersten Wettkampf erinnern, zum sogenannten Kindertag, ja, in dem wir mit unseren Rollern an eine Linie treten mussten. Und dann wurde mir beigebracht, ich muss jetzt gewinnen. Und ich habe das überhaupt nicht verstanden. Und so sind mir ganz viele Sachen beigebracht worden. Von meinem Vater ist mir beigebracht worden, ein Mann weint nicht. Ja. Von meinem Vater ist mir auch viel darüber beigebracht worden, was Frauen anders machen als Männer, wo man sich als Mann lustig macht über Frauen und so weiter und so weiter. Also, was ich damit sagen will, egal wie aufgeklärt wir uns halten, uns muss klar sein, wir sind alle durch eine Erziehungsmaschine gegangen und wir leben in einer Gesellschaft, die immer noch krass patriarchal strukturiert ist, die uns blind macht dafür, wer wir wirklich sind und wer die anderen wirklich sind. Wir sehen nicht die wirkliche Realität. So. Also, so viel ich mich mit diesen Themen schon beschäftigt habe, gehe ich davon aus, dass ich immer noch einen Tunnelblick habe. Und Geschlechterbefragung bedeutet, für dich zum Beispiel als Frau aufzubrechen, immer mehr aufzubrechen, auf eine sanfte Art und Weise aufzubrechen, immer wieder neue Fragen zu stellen, in welchen Rollen du hast dich fangen lassen, zum Beispiel in der Rolle, als Frau hat man nett zu sein, als Frau hat man zurückzustellen oder du als Mann in der Rolle von, als Mann muss man oben drüber stehen, als Mann muss man seine Gefühle wegdrücken und diese ganzen fürchterlichen Klischees. Wir leben in einer kolossal wunderbaren Zeit, die uns durch diese verdammt dicken Krisen zwingt, in diesen Aufbruch zu gehen. Weil wenn du zum Beispiel, also mal angenommen, du definierst dich als Mann, wenn du nicht Kontakt bekommst zu deinen weiblichen Qualitäten, jetzt komme ich zum dritten Teil, was bedeutet das konkret Geschlechterbefragung, wenn du nicht als Mann Kontakt findest zu deinen weiblichen Qualitäten, dann läufst du, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, du läufst sowas von starr, emotional eintönig, unkreativ durch das Leben. Ja? Und in dem Augenblick, wenn du dir als Mann erlaubst, diese weiblichen Qualitäten zu begrüßen, genauso wie deine männlichen, genauso wie deine Aggression zum Beispiel, aber eben auch deine Empathie und so weiter, findet in dir eine alchemistische Explosion statt und du wirst dich kognitiv, also in deinem Verständnis der Welt, aber auch in der Art und Weise, wie du fühlst, wie du auf andere Menschen zugehen kannst, auf einem völlig neuen Level wiederfinden. Frauen genauso. Solange Frauen darauf beharren, zu wissen, was eine Frau ist, und die andere Hälfte, die ihr unterdrückt habt, auf die Männer zu projizieren, werdet ihr niemals diese Power entfalten können, die heute gebraucht wird, dringend gebraucht wird von Frauen, um diese Welt zu retten. Wie kann das konkret aussehen? Erstmal, indem wir unverschämt nach den Sternen greifen und indem wir sagen, hey, diese Sehnsucht, die die meisten in uns haben, diese Sehnsucht danach, lebendiger zu leben,
kreativer zu leben, verrückte Dinge auszuprobieren, mal Sachen auszuprobieren, von denen du vielleicht denkst, ah, das traue ich mich nicht, das passt nicht zu mir, loszulassen, von alleine zu lassen, dich entflammen zu lassen davon und wirklich rauszugehen in die Welt und dich wiederzuholen. Okay, dich wirklich wiederzuholen. Zum Beispiel als Mann zu sagen, ich bin so mutig und ich entdecke meine Zartheit ganz neu, ich entdecke meine Tränen neu. Ich werde nicht so ein Weicher, was in der Ecke liegt und dann nicht mehr handlungsfähig ist, sondern ich integriere das. Ich bin so mutig als Mann, dass ich verstehe, dass alles, was ich bis jetzt bewundernd auf Frauen projiziert habe, ihre Schönheit, ihre Anmut, ihre Sinnlichkeit, ihre Tiefe, ihre Liebesfähigkeit, ich nur an einer Frau bewundern kann, weil es in mir ist. So, Männer sind für mich das eigentlich unterschätzte Geschlecht, auch wenn wir die größere Klappe haben, weil wir unter uns Männern in der Tiefe unsicherer sind, sind wir das eigentlich unterschätzte Geschlecht, weil wir so viel auf Frauen projiziert haben, weil wir so viel bei Frauen abgelegt haben. Und wenn wir das nach Hause holen, werden wir so schön sein und wir werden die Welt verzaubern. Frauen, all das, was euch ankotzt an Männern, nach Hause zu holen, aber auch all das, was, wovon ihr denkt, insgeheim vielleicht denkt, das können Männer viel besser, etc. Oh, das ist schon ganz gut, dass er das macht. Nach Hause zu holen und zu verstehen, wir haben das aufeinander projiziert. In dem Buch Genesis unterscheide ich ganz klar zwischen Mann und Frau auf der einen Seite. Also es sind Geschlechteridentifikationen. Und auch das bricht heutzutage auf. Also ich spreche mit immer mehr Menschen, die nicht aus dem Flitz heraus, sondern aus der Tiefe heraus sagen können, ich bin weder damit noch damit identifiziert. Also Mann und Frau und dann männlich und weiblich. Und männlich und weiblich sind Qualitäten und die können und die dürfen wir und meines Erachtens müssen wir die auch in uns allen entwickeln. Weil unsere Seele strebt nach Ganzheit. Ganz praktisch, wenn du merkst als Frau, dass du bestimmte Dinge auf Männer projizierst, positiv und negativ, an der Stelle Schattenarbeit zu machen, das zu dir zurückzuholen. Andersherum genauso, als Mann zu sagen, all das, immer wenn ich mich ertappe, zu denken, Frauen sind immer so, mal von einem Punkt zu kommen, ich bin eigentlich immer so. Ich bin eigentlich der Emotionale, ich bin eigentlich der Sensible, ich bin eigentlich derjenige, der manchmal durcheinander ist. Ich bin auch derjenige, der intuitiv sein kann, etc. Und dann werden wir einander in unseren Beziehungen, wir werden uns anfangen, endlich wirklich zu unterstützen, anstatt uns gegenseitig zu benutzen. Leute, das ist ja so langweilig, dieses Spiel, was wir spielen. Ja, wir kommen in einer Partnerschaft zusammen, angezogen von dieser magischen Anziehungskraft, die uns dazu bringt, uns zu öffnen. Und wenn wir nicht aufpassen, filmen wir uns 2 Jahre später in so einem alten, völlig langweiligen Geschlechterklamauk wieder. Geschlechterbefragung ist sexy, will ich damit einfach sagen, es ist die Zukunft der Menschheit. So. Ich glaube, ich liege gut in der Zeit, ne? Du hast noch 2-3 Minuten und ich sage, es ist endlos interessant. Es ist mir auch sehr unangenehm, dir diese Zeitvorgaben zu geben, weil es natürlich ein total bereichernder Vortrag ist für uns alle. Ja. Und wir sagen, 2-3 Minuten, wenn du zum Abschluss kommst, werden wir sehr verbunden, obwohl wir dir natürlich endlos zuhören können. Also das sind deine letzten 2-3 Minuten. Vielen Dank, Fred. Also danke erstmal für den österreichischen Charme in deinen Komplimenten. Ihr Lieben, wenn ihr Bock habt, wenn euch das Thema interessiert, steigt ein in das Buch Genesis. Ich glaube, das ist wirklich ein richtig gutes Buch und ganz praktisch für da, wo ihr gerade seid in dem Raum. Ich habe mir sagen lassen, ihr seid so circa 60-40 gemischt. Einfach ist eine Einladung, damit es hier nicht einfach nur so intellektueller Berieselungsvortrag ist für dich. Nimm dir doch mal in der Pause oder auch währenddessen immer mal wieder Zeit, schau dich im Raum um und schau mal, auf wen von der anderen Seite du was projizierst. Also wo siehst du zum Beispiel als Frau etwas in Männern, was dich kolossal nervt? Und dann einfach nur mal als eine Übung, das, was dich nervt, in der Ich-Form zu sagen, ich bin das und das. Aber genauso, wenn du etwas siehst, was dich total bewundert, ja, das nach Hause zu holen in der Ich-Form, das einfach dafür zu nutzen, das wäre super cool. Und ansonsten kann ich euch nur einladen, nutzt
jede Beziehung, die ihr habt, die dieses Level erreicht, wo ihr ehrlich sein könnt miteinander für diese Befreiung. Also Beziehungen sind nicht dafür da, dass sie einfach nur funktionieren. Beziehungen sind dafür da, dass wir durch die Decke gehen miteinander, dass wir uns verwundern miteinander, dass wir uns herausfordern, dass wir jeden Tag wieder neu den anderen zum Erstaunen bringen, weil irgendwas Neues aus uns rauskommt. That's me. So. Danke euch ganz, ganz doll, dass ich zu euch sprechen durfte. Ich bedanke mich herzlich. Das war für mich selber eine Bereicherung. Genauso wie die Bücher. Eins, was ich als nächstes mache, ist, weil ich jetzt schon dein Buch lesen. Selbstverständlich. Ja. Ich bedanke mich, dass du ehrenamtlich für uns da warst, für eine Geschlechtergerechtigkeit, für die du stehst, die du leidenschaftlich lebst und die du auch wirklich ausstrahlst. Und sogar auf einem digitalen Medium ist es perfekt rübergekommen. Ich bedanke mich herzlichst bei dir. Ich wünsche dir eine gute Zeit noch und vielleicht sehen wir uns ja wieder. Das ist ja bekanntlich, man sieht sich ja nicht nur einmal. Und ich würde mich freuen, wenn wir dich in Wien über eine Videokonferenz gerne oder auch persönlich mal wieder in der Together-Konferenz begrüßen. In diesem Sinne ist das dein Applaus. Ich wünsche dir alles Gute. Alles Gute für euch und viel Spaß noch. Ciao.